Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zu ARK. Ich bin's, euer Pedamos, und ich hab den Sascha mit dabei. Hallo! Ja, Sascha und ich haben uns jetzt gerade mal so überlegt, wir wollen uns einen größeren Agentavis holen. Weil es für uns fürs Farmen auch ein bisschen einfacher ist, weil man dann von A nach B ein bisschen schneller kommt. Dementsprechend würde ich sagen, weiter auf dem Flugtier und los geht's. Okay. Wäre es nicht zu empfehlen, den Flugtaxi zu benutzen? Das nehmen wir dann zum Jagen, aber ich will erstmal wissen, wo überhaupt ein Agentavis ist. Okay. Halt mit einem höheren Level. Und weil wir müssen ja dann noch irgendwie mal gucken, dass wir da ein Kano gelegt bekommen oder sowas, dass wir halt an das Prime Meet kommen. Für den Agentavis. Mhm. Deswegen hätte ich ganz gerne schon zwei Tiere dabei. Also das war jetzt so meine Idee. Ja, da wollen wir mal gucken, ob wir einen größeren finden. Ja. Ja, wird sicher machbar sein, so zumindest. Ja, also hier hinten bei den Bergen, da sind ja welche, ne? Der Punkt ist halt einfach nur, einen mit einem höheren Level zu finden. Der sich nicht gerade mit 7, 8 Skorpionen einlegt. Genau. Das wird jetzt eigentlich, glaube ich, eher so hauptsächlich die Kunst sein. Wir hätten da unten schon einen. Ich weiß noch nicht, was für ein Level er hat. 8. Nee. Wollt ihr einen größeren? Oben ist einer. Level 8. Vielleicht. Tolle Wurst. Da unten links war gerade irgendwo einer. Level 56. Das ist ja schon mal was. Da geht noch was. Das ist richtig, aber mit dem könnten wir es ja zumindest schon mal probieren. Natürlich voraus, dass man das Vieh auch trifft, ne? Ein Golem. So, den jetzt an der Backe? Ich hoffe nicht. Dass mich jetzt gleich so ein Steingolem hier von hinten überrascht. Ja. So, einmal getroffen. Einmal getroffen. Einmal getroffen, aber. Aua. Viermal. Ja, wenn du da zwischendrin noch bist, wird das jetzt sehr witzig. Das Vieh doch getroffen, Mann. Fall um jetzt, Mann. Gar nicht. Jetzt haut er ab. So, da liegt er. Ein Traum. So, das heißt, da guckst du nach dem, weil dann gehe ich jetzt dann gucken, dass ich Prime Meat mit dem, mit unserem anderen Agentavis finde. Narkosemittel habe ich reingelegt. Steingolem. Ja, ich probiere ihn abzulenken. Ich weiß nicht, von wem er die Akro hat. Von mir. Gut, er ist klein. Guckst du, dass der andere nicht gefressen wird oder so? Ich gucke, dass ich so ein Paraseer oder sowas mit dem Agentavis vielleicht erlegen kann. Ich glaube, ein Kano ist da nicht ganz so förderlich oder so.
Will ich ja mal was gucken. Willst du gucken? Ich glaube, vom Prinzip müssen wir eh noch warten, bis er ein bisschen runtergehungert ist, oder? Wo ist der Steingolem? Ach, da unten. Ist denn jetzt mit dem Steingolem? Der hat sich da in so einer Position gebracht, wo er halt, ich vermute mal, schlecht mit Steine werfen kann. Okay. Das Problem an der ganzen Sache ist halt mit unseren Papierkügelchen, die wir ihnen entgegenwerfen, werden wir wohl nicht genug Schaden anrichten. Wobei Schaden ist ja relativ. Man soll ja seinen Kopf immer nur treffen, sozusagen. Hattest du nicht was vom Raketenwerfer erzählt? Ja. Der wird dafür immer gerne benutzt. Ach so. Vermutlich auch wegen dem Damage Output. Tippe ich mal drauf. Der Vollständig stehst du hier mit der Flinte und beschießt den. Bringst du, glaube ich, voll. Wobei mit dem Brandpfeilen? Er soll ja nicht so viel Schaden nehmen, also relativ. Wenn du sie überhaupt für einen Steingolem. Level 1. Echt? Ja. Der ist nur Level 1. Ja, so ein Steingolem, das wäre schon was. Ja, das stimmt wohl. So, ich hätte dann mal ein bisschen Filet. Muss ich Okay. gerade Tornis ein bisschen streitig machen. Wie lange hält denn das jetzt noch? Noch 2 Minuten. Ach so, ja. Das ist natürlich ganz clever, weil wir haben vergessen, das Salz mitzunehmen. Aber gut. Schauen wir mal. Na, vielleicht reicht das ja schon. Ja. Das ist die Hoffnung jetzt. Wie viel wird er essen? 4 Stück. Gleich 5, wenn du bei dem Adler bist. Ah, da bist du schon. Wie weit ist der denn? Frage ist halt, ob es reicht, ne? Na, stopf drin, dann wirst du es ja sehen. Vergammelt ja jetzt sowieso. Ah, allerdings richtig. So. Nochmal Hälfte haben wir schon. Ja, geht ja gut. Ja. Na, einmal, noch einmal, noch einmal. Komm, noch einmal. Das ist doch nicht sein Ernst jetzt, oder? Kurz vorm Ziel in die Hose geschissen. Ja, gut. Der frisst aber gleich wieder und die vergammeln in 30. Also, das könnte gerade so hinhauen, dass er nochmal Prime Meat frisst. Hat denn der gerade aktuell überhaupt schon für Werte? Ich nenne ihn jetzt aber nicht Air Force 2. Die Lufthansa. Ja, vor allem, warum frisst denn der jetzt nicht? War doch 50 oder 60, ne? Kann gut möglich sein, ja. 50 normalerweise. Aber der ist ja doch schon weit drunter. Lass er doch. So. Argentavis. Der zweite. Keine Ahnung. Irgendwie eine tolle Idee hast.
Nein! Bin ich runtergefallen. So, was hat er denn für Werte? Naja, auf jeden Fall hat er schon mal. Definitiv. Mehr Leben. Jetzt komm ich da nicht hoch. Komm ich da nicht hoch. Ach gut. Ich sitze auf dem anderen drauf. Und vor allem hätten wir einen Partnerbonus. Oh ja. So, dann hätten wir hier ein Level 83er. Das heißt. Dann gehe ich mal gerade mal runter. Ich sehe nichts. Weil der scheiß Agentavis in mir drin ist. So, dann kann ich bei dem hier mal den Sattel wegnehmen. Warum schwebst du da eigentlich in der Luft? Das weiß ich auch nicht gerade. Er muss den Sattel wieder raufsetzen, genau. Ich bin von dem Vieh nie runtergekommen, glaubst du das? So. Ich hab's gesehen, ja. Ja, der hat ein bisschen mehr Ausdauer, ein bisschen mehr Gesundheit als der andere, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was hat denn der andere an Gesundheit? Ja, der andere hat 384, der andere hat 1500. Also das ist ja schon mal ein Wort. Können wir bei dem noch ein bisschen Gewicht reinpumpen? Also dass wir halt so ein bisschen einfacher oder relativ zügig da Eisen oder sowas holen können. Das war jetzt so meine Idee. Ging eigentlich auch relativ schnell. Die Frage ist, die sich mir gerade stellt, ist, wenn wir vielleicht halt noch einen größeren finden, ob wir den halt nicht auch noch mitnehmen wollen. Ich weiß nicht, was du von der, was du so von der Idee hältst. Ja, warum nicht? Kommst du dann? Ja, ja. Bin am Berg hochgeflogen. Ich verbrenne gerade. Da drüben ist noch einer. Der Level 16. Nee, das war jetzt nicht so die Idee. Vorne ist noch einer. Was hat der? Wir haben auch zwei, Level 16. Oh. Vor uns da, ne? Der 144. Der andere 112. Für den 112 haben. Das ist schön. Viel Spaß. Das da vorne mit dem Landen. Was ist denn der jetzt? Passiv. Lande doch auch mal da. Blödes Vieh. So. Wollen wir es mit dem 112er probieren? Ich bin gerade weggeflogen. Warum? Weil ich gerade am Verbrennen war. Dementsprechend auch am Verdursten. Achso. 32er und 112er. Wobei, ich würde sowieso sagen, ich glaube, da gehen wir vorher das Salz holen noch. Ne? Ja, ich krieg gerade auch hier so einen komischen Hitzekoller. Hitzekoller, ja. Würde ich sagen, fliegen wir jetzt zurück, holen das Salz und dann holen wir uns den 112er Agentavis noch. Ja. Und dann füttern wir dann auch noch mit Prime Meat und dann geht's rund hier. Mit den Flugtierchen.
ich werde angegriffen. Die viel interessantere Frage ist, die ich mir gerade stelle, ist, wo ist der andere Agentavis? Zu weit weg gewesen. Weil der muss doch hinterherkommen. Den doch auf Folgen gesetzt. Was ist das blöde Flattervieh? Da. Oh, Alter, echt jetzt? Mein Gott. Sieht schwierig aus. Steigst du hier mal oder landest mal kurz, ne? Dann steigt dich direkt der andere Vogel da, ey. Ja. Der mag dich halt. Das freut mich. Bin ja auch netter. Diese trockene Luft hier. Wobei, wir können den anderen ja trotzdem noch behalten, dass wir den dann einfach in Bewegungsgeschwindigkeit reinpumpen, falls wir uns irgendwann mal so Weifern holen wollen, dass wir auch so ein Vieh mal zähmen können. Ja. Also beziehungsweise du musst ja betäuben, dass du an die Milch rankommst. Dachte ich jetzt mal so relativ sinnvoll, weil dann kannst du dann wenigstens einen da dafür nehmen, mit dem du da so richtig nur auf Bewegungsgeschwindigkeit gehen kannst. Verschwindet denn hier endlich mal ein Hitzeschlag? Lande. Lande. Nee, du sollst mich nicht anscheißen, Mann. Du sollst landen. Ja. Schon mal ein guter Ansatz. Vogel, lande. Warum landet der denn nicht? Oder da halt von mir aus in der Luft bleiben, ist mir auch egal. Hier muss ich gleich noch auf Nahrungssuche gehen und dann nehmen wir jetzt hier ein bisschen Salz mit. Zweimal. Reicht ja dann. Und ich brauche tatsächlich Betäubungsmunition. Ebenfalls. Da muss an die Werkbank gehen, da ist ja noch genug drin. So, wo ist denn hier so ein Opfertier? Patronen sind aber keine mehr da, wa? Naja, bei der fertigen Munition müsste da ja schon drin sein. Also ich habe eben gerade zumindest noch einen 50er-Sektor drin rumliegen sehen. Ach da. Die Katze springt an. Ja? Ja. Schlecht. Hitzewelle oder Gewittersturm? Schlecht. Ist Und ja. kommt trotzdem. Dann ist der Plan dahin. Was, du kommst trotzdem? Ich komme trotzdem, ja. Achso. Na gut. Ich sag's mal so, gegen Hitzewelle können wir ja theoretisch was machen. Was denn? Ja, Kakteen fressen. Mhm.
Du nimmst ja trotzdem Schaden. Ja, aber nur bei dem kleinen Symbol da. Wenn die richtige Hitzewelle kommt und du draußen bist, brutzelst du so ein bisschen vor dich her. So einen komischen Ölback hab, kann ich den ja auch mal gerade auszuzeln quasi. Das hört sich so verkehrt an. Wie lässt sich sowas überhaupt einfallen? Was Trinken angeht, bin ich zumindest mal schon wieder voll und ansonsten kann ich jetzt hier den Saft fressen. Oder Kaktussaft. So, ich nehme an, du bist schon wieder rüber geflogen. Nein. Nein? Warum nicht? Naja, wegen der Hitzewelle. Hast du gesagt, du kommst trotzdem? Ja, warten jetzt. Entscheide dich. Ich habe nicht gesagt, dass ich mit rüber fliege. Vorher gesagt. Nein. Komm trotzdem, hast du gesagt. Nein. Och, ich bin ja immer froh, dass sowas auch auf Aufnahmen drauf ist. Ja, dann hör dir das mal genau an. Da sind wir da wieder beim aktiven Zuhören. Ja. Na gut, dann warte ich jetzt hier zumindest noch auf den gelben Strahl. Der piept nämlich einer von oben runter. Okay. Mit dem Urinstein drin. Das ist schön. Kommt doch an, was in dem Lass mal Urinstein nach. drin ist. Warum passiert da jetzt nichts? Oh. Doch, Wettersturm. Hast du ein Glück. Also keine Zivelle. Nur unsere Elektrogeräte, die gerade aus sind. Ja gut, es gibt Schlimmeres. Einen gelben Strahl, auf welchen Level ist denn der? Ja, keine Ahnung. Oh, Lemantria-Sattel in Blau, Bauplan für einen Tawny in Grün, eine Kettensäge und eine Feldflasche. Und Bauplan für einen Boomerang. Was für ein Level war das jetzt? Habe ich nicht gesehen. Nicht gesehen. Ne? Da bist du. So, dann gehen wir uns mal den 112er Argentavis holen. Also beziehungsweise, ich denke, wir werden den Kampf jetzt noch zeigen, weil wir sind ja auch schon wieder bei 24 Minuten angekommen. Und ich sag mal, das Zähmen werden wir dann offline machen. Dauert sonst zu lange. Ja. Ja, und ich denke, es ist halt auch einfach bewusst, was man beim Zählen macht. Ja, du fliegst weg, gehst Fleisch holen, beziehungsweise in dem Fall Prime Meat. Und dann dauert es halt einfach nur. Wobei ich ja sagen muss, dank der Servereinstellung ist es ja echt relativ easy. Aber es ist ja halt auch bewusst so gewählt, weil ich halt einfach keine Lust habe, mich Ewigkeiten damit zu beschäftigen, um so ein Tier zu zähmen. Muss man halt so auch mal dazu sagen. Hast du erstmal 2 Wochen nur die komische Videodingens da? Let's Play, so, jetzt haben wir's. Wo du das sehen tust, wie du so ein Argentavis sehen tust. Ja, es wäre halt. Ja. Also, Das steht. ist der? Das ist der hier, oder was? Der 44er. Dachte, du wolltest hier 112 oder Ja, sowas. der war hier hinten irgendwo. Ich weiß gerade nur nicht genau wo. Hier hinten dran. Oh. Hm?
Welcher ist es jetzt? Das ist erstmal der 44er, den müssen wir loswerden. Na dann mal platt. Da oben rechts ist der 112er. Wie soll ich den denn jetzt platt machen? Ja, angreifen. Da frage ich mich jetzt, gibt es so ein Argentavis nicht auch Prime Meat? War da nicht sowas? Mussten wir zerstückeln. Meine, die geben nämlich auch Prime Meat. Wenn er denn nicht mal liegen bleibt. Ja, oh, bleib liegen jetzt! Ja, die geben auch Prime Meat, hat nur nicht so viel. Pass auf, da ist ein Kanu. Mir aufgefallen. Mach den platt. Gleich wen an? Was denn? Mit deinem Vogel. Ja, lass den doch erstmal da. Den können wir doch gleich super dann da unten killen und dann das Prime Meat rausziehen. Ja, ist ja gut. Dann eben nicht. Wir müssen erstmal gucken, wo der andere Argentavis ist. Wie wichtiger gerade die Information. Weiß nicht, bist du der 112er? Lieg ich einfach zu dir hin. Oh ja, das ist er. Landest du einfach, Sascha, und schießt auf den? Nee. Zieh die Angriff auf mich. Wollte nur sagen, weil da kommt noch einer. Keiner ja. Einer von denen muss jetzt weg. Ja, ich bin dran. Oh, ich ist mir jetzt zu blöd, ich lande jetzt. So, welcher ist denn da jetzt der 100? Okay, Ich der. glaube, der mit den dunkleren Flügeln, das ist der 112er. Ja. Der mit den helleren ist halt der andere. Okay, im Tiefflug komme ich vorbei, ja? Sturzflug. Ja, die sind ineinander. Wie soll ich denn da jetzt. Einfach draufhalten und feuern. Nochmal, ist das jetzt auch hier. Das ist der falsche, das ist Ah der ja, das ist Load-Dingens. auf den ich ballern kann. Der Nein! Lightbox. Das Sackvieh! Hat wohl nicht ganz geklappt, hm? Nein. Das blöde Vieh hat mich da runtergejagt. Und frisst sich, der andere frisst sich auf. Das freut mich. Sascha, Ja? holst du mich ab? Also nimmst mal bitte unseren Argentavis noch mit und holst mich mal ab, bitte. Okay. Ja, das war ja mal nix. Aber ist nicht schlimm. Ja, der zweite Versuch, der kommt in der nächsten Folge, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen oben da. Würde ich mich trotzdem sehr drüber freuen. Auch wenn ich gerade hart auf die Fresse gekriegt habe. Ich sag dir, kaum habe ich die scheiß Betten gebaut, nippel ich nur noch ab. Ja. Stimmt wohl. Ja, ne? Fällt auf. Reiß die Dinger wieder ab. Ja, ich glaub's auch. Ja, und auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr auch in die nächste Folge wieder einschaltet. Hier zu ARK. Bis dann, Leute. Tschö. Ciao, ciao.